Doc wird präsentiert von Toyota Hybrid. Braucht keine Steckdose und fährt trotzdem elektrisch. Der Frühling trägt den Zauber der Lebensfreude in sich. Getragen von der Suche nach Inspirationen, besuchen Gartenfreunde Ausstellungen. Doch die Idylle ist zerbrechlich. Dann nämlich, wenn man glaubt, dass nicht die Schnecken die größten Schädlinge sind, sondern die Nachbarn. Man sieht, dass der Nachbar sein Grundstück gar nicht pflegt. Es ist uns das Herz gebrochen, als diese vielen Bäume abgeholzt wurden. Der Nachbar letztes Jahr im Juni ist mit dem Revolver vom Garten oben runtergekommen und hat mir angedroht, er verschiesse mir Kühe. Wir wollen zu unserem Recht kommen und sonst machen wir nichts. Dieser Film erzählt in 4 Geschichten, wie kleine Paradiese zur Hölle werden. Ich bin Ernst Bucher. Wenn ich Ärger habe mit irgendjemandem, mit den Nachbarn zum Beispiel, dann ist das für mich die beste Beruhigungstherapie zum Spielen. Um sich zu ärgern, muss der emeritierte Professor für angewandte Physik nicht weit gehen. Ja, da, wegen der Fichte, ja, da hat es 2 kranke Bäume gehabt, wo viele dürre Nadeln emittiert haben. Und bei jedem Sturm ist der ganze Vorplatz bis hin zu den Türen mit dürren Nadeln überdeckt gewesen. Und nach jedem, und dann hat es einen Haufen dürres Holz gehabt. Und ich habe dem Nachbarn gesagt, er soll mal seinen eigenen Baumbestand pflegen. Aber so schlimm ist doch das nicht, wenn ein paar Nadeln am Boden sind, oder? Ja gut, aber es ist langweilig. Nach jedem Windstoß hat man wieder putzen und das ist mühsam gewesen. Jetzt sind ja die Bäume gefällt, jetzt müssten sie ja eigentlich auch zufrieden sein, oder? Ja, nein, es war gar nicht meine Intention, dass da alles kahlgeschlagen wird, sondern dass einfach die kranken Bäume saniert werden und ersetzt werden durch neue, gesunde Hochstammbäume. Ich bin letztlich interessiert an einer guten, gesunden Umwelt, nicht einfach an einem totalen Kahlschlag. Ich bin der Peter Schreck. Ich wohne seit 28 Jahren mit meiner Frau in diesem Haus hier. Und wir haben eigentlich 25 Jahre ein gutes Verhältnis gehabt mit der Nachbarschaft. In den letzten 3 Jahren ist einfach Feuer im Dach. Zwischen Peter Schreck und Ernst Bucher herrscht Eiszeit. Die beiden reden nicht miteinander. Wenn Sie jetzt schauen, dann sehen Sie, nach dieser Abklärung hat es sich ergeben, dass die Bäume wirklich nicht lange mehr haltbar wären. Und dann haben wir uns entschieden, dann machen wir Ordnung, dann kann niemand mehr reklamieren, auch der Herr Bucher nicht. Und dann ist das eine saubere Sache. Und wenn wir dann hier gebaut haben, gibt es hier eine neue Bepflanzung, die eben schon mit der Stadt abgesprochen ist. Nebst den gefällten Bäumen gibt es noch weitere Gründe, die den Konflikt befeuern. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, sich wieder ein bisschen zu versöhnen mit dem Nachbarn? Ja, da sehe ich schwarz. Bis jetzt sind alle Möglichkeiten gescheitert. Ja. Was haben Sie dazu beigetragen, dass es wieder ein bisschen Frieden gibt? Ja, bis jetzt eigentlich nicht viel. Er hat mich ja verklagt und bin deswegen verurteilt worden, weil er das Land da zu einem Schleuderpreis gekauft hat. Der Herr Bucher behauptet, dass Sie das Grundstück, wo jetzt das Haus steht, für einen Spottpreis der Frau abgekauft haben. Ja, das ist auch so eine Äußerung, die der Herr Bucher macht, weil er einfach nicht vertraut hat, dass sie es nicht ihm verkauft hat. Oder? Tatsache ist aber, dass das Land 2 Monate lang einen Käufer gesucht hat
Und verschiedene, die Interesse hatten, denn das nicht gemacht haben. Und mir ist es angeboten worden. Und wir haben halt einfach gesagt, ja, wir nehmen es. Und zwar zu dem Preis, den die Verkäufer wollten. Und nicht zu dem, den wir bestimmt haben. Tatsächlich wollte auch Ernst Bucher die Gartenparzelle kaufen. Aber nun gehört sie Architekt Schreck. Er lässt auf dem ehemaligen Schrebergarten ein Haus errichten. Das wiederum passt Bucher nicht. Er beschimpfte seinen Widersacher per E-Mail. Ich habe gesagt, er sei psychopathologisch belastet. Ich sei psychisch krank. Er sei ein Abzocker. Ein unehrenhaftes Verhalten. Ein Geldturbo. Weil er ja eigentlich schon genügend Liegenschaften hat. Ich denke, alle schikanieren. In meinen Augen ist das. Hat er ein psychisches Problem? Er wird wahrscheinlich das Gleiche von Ihnen behaupten, oder? Ja, von mir aus. Aber mir wäre es nie eingefallen, wegen so einem Blödsinn eine gerichtliche Klage einzureichen. Beleidigungen und Beschimpfungen, das liegt einfach nicht mehr drin. Im Januar dieses Jahres mussten am Bezirksgericht Kreuzlingen die Schimpftiraden beurteilt werden. Die Verhandlung endete mit einem Schuldspruch für Ernst Bucher. Wegen übler Nachrede muss er eine Buße von 300 Franken bezahlen. Zu seinen Lasten gehen auch Schrecks Anwaltskosten. Das sind weitere 3.800 Franken. Es geht eigentlich in dem Straftatbestand darum, dass man nicht Begriff darf brauchen, wo jemand in seiner Ehe herabsetzt. Und da ist natürlich der Geldturbo schon anders zu beurteilen aus Sicht des Gerichts. Und darum ist er verurteilt worden, der Bucher. Genau, es hat noch weitere Begriffe gehabt, die er benutzt hat, die wir auch sehr verletzend erachtet haben. Aber in diesem konkreten Fall ist es um den Begriff Geldturbo gegangen. Ist das eine Genugtuung für Sie? Nein. Das ist. Der Herr Bucher hätte sich noch müssen entschuldigen müssen, dann wäre gar nichts passiert. Dann hätte er gar kein Verfahren am Hals gehabt. Wir haben ihn dazu aufgefordert, das hätte er nicht wollen. Das hat er sich selber zu geschrieben. Ich habe kein Interesse, das jetzt weiterzuziehen, obwohl ich so etwas an sich ungerecht finde. Aber ich könnte rekurrieren und vor das Obergericht gehen. Aber das ist nicht meine Intention. Ich würde das halt die Krotte müssen schlucken. Der Konflikt im Blumenwegquartier ist trotz des Gerichtsentscheides nicht gelöst. Das werden die weiteren Ereignisse noch zeigen. Mein Name ist Roland Brunner. Ich wohne seit dem 86 hier in dem Sonnenhügel Neu. Wir haben das seinerzeit erworben, das Gütli. Wir sind zwei Kinder aufgewachsen, zwei Buben. Die sind mittlerweile 23 und 21. Und seit dem 1992 haben wir die Hühnerfamilie und Kleintier. Und wir sind hier richtig zuhause und fühlen uns hier wohl. Auch Rambo ist hier zu Hause. Der Zwerghahn ist in dieser Geschichte der Übeltäter. Ja, die Hühnerfamilie Hunger. Andere halten einen Wachhund. Roland Brunner hat Rambo. Er ist wichtig für eine Hühnerfamilie, vor allem wenn jemand daheim ist. Er hält die Hühnerfamilie zusammen. Wir haben hier viele Eindringlinge von oben runter. So Mäusebussard, Habicht, Milane, die auch die Junghühner gerne würden, holen, wenn es zu ruhig ist. Er tut Alarm schlagen und er schaut für Ordnung. Und er ist einfach der Chef der ganzen Hühnerfamilie. Rambo ist im ganzen Quartier bekannt, denn er ist unüberhörbar. Stört sie den Gückel? Ob es dir stört, aber der Gückel? Nein, ob es dir stört. Also nervt er dich? Ich höre eben nicht gut. Nervt der Gückel dich? Aha, na, aber Nachteil, oder was? Und tut sie an den Gückel stören? Nein. Warum sollte er mich stören? Er gehört ja zu der Natur. Wir leben hier auf dem Land
Und er gehört einfach hier dazu. Und es ist auch schön, wenn der Sonnenaufgang aufgeht oder wenn es zum Tag kommt, dass er gückelt, dann gückelt. Aber nicht alle sind so glücklich, wenn der Gückel gückelt. Ein Nachbar erhob den Mahnfinger, drohte mit Konsequenzen. Vor der Kamera will der Senior keine Stellung nehmen. Er sei massiv beschimpft worden, nachdem er im Regionalfernsehen seinem Ärger Luft gemacht hatte. Dann verlange ich, dass der Hahn verboten wird. Oder? Sonst haben wir nie Ruhe. Und darum kämpfe ich jetzt. Da habe ich mich jetzt auf Fahne geschrieben. Da kämpfe ich jetzt bis zum geht nicht mehr. Was halten Sie davon? Das ist vielleicht das einzige Problem, das mein Nachbar beschäftigt. Dass der Gückel weg. Vielleicht ist es nicht nur das Problem, vielleicht ist es sein grosses Problem ich. Aber ich wohne in einer Wohnzone 3 und da ist es erlaubt, Hühner zu halten mit einem Gückel. Vor 5 Jahren störte sich der Anwohner zum ersten Mal am Schreihals von nebenan. Damals war noch nicht Rambo der Hahn im Korb, sondern dessen Vorgänger. Aber auch er war kein bisschen leiser. Zum Leidwesen des Nachbarn. Ja, es ist ein eskaliert. Er ist vor Friedensrichter, mit dem wir antreiben mussten, Frau und ich. Und haben dann gemeint, er könne das schlichten. Jetzt war gelacht, er gesagt, der Gefälle liegt noch mehr im Thurgau. Und dann hat man dann den Hahn auf die Seite getan. Tatsächlich habe ich den Kopf abgeschnitten. Dann. Und dann, bis dann wieder ein Junge nachgekommen ist. Und deshalb haben wir den nicht mehr weggetan. Der neue Hahn war dann Rambo. Und mit ihm ging das Kikeriki weiter. Der Fall landete vor dem Bezirksgericht. Dieses entschied, der Hahn darf bleiben. Er muss sich allerdings an das Nachtruhegesetz halten. Die Nachtruhe hat er hier rein. Wir haben jetzt hier ein Häuschen isoliert. Und das ist eine Zeitschaltuhr. Und die Vorschrift ist jetzt, dass der Hahn Ausgangssperre hat vom Abend um 22 Uhr. Bis am Morgen um 7 Uhr. Wir haben es extra so installiert. 5 ab 7 Uhr geht sie erst auf. Dass der liebe Herr Nachbar dann auch zufrieden ist. Und ihr könnt jetzt nicht vor dem 5 ab 7 Uhr dann, ins Freie. Der Gückel ist zufrieden mit der Ausgangssperre? Nein, ist er nicht. Er kreiert morgen schon im Häuschen morgen um 6 Uhr, weil es hell ist. Und drängt natürlich, bis dann da endlich mal das Türchen aufgeht. Was sagt der Nachbar? Er sagt, er höre immer noch schreien. Dort ist isoliert, ist alle isoliert Hütli durch. Er höre immer noch schreien am Morgen. So, das ist der schöne Nachwuchs von dem Gückel. 6 junge Küken und die Glucke. Ohne den Gückel wäre das Familienglück nicht da. Das ist doch etwas Wunderbares in der Natur. Dass Glucke die Hühnchen ausbrüten. Also lieber das Familienglück mit der Gückelfamilie wieder ein friedliches Amt mit dem Nachbar. Ja, wäre beides schön. Ich bin nicht ein Schritthahn. Ich bin einfach für Frieden und Einklang. Und wenn man es halt nicht will, dann müssen wir es weitermachen. Der Hahnenkampf könnte tatsächlich in die nächste Runde gehen. Roland Brunner sagt, der Nachbar habe gedroht, den Fall bis vor Bundesgericht zu ziehen. Klagen über Lärm sind der ehemaligen Gerichtspräsidentin Andrea Staubli wohlbekannt. Staubli ist heute Präsidentin des Schweizerischen Dachverbandes für Mediation. Lärm kommt in Nachbarschaftskonflikten sehr häufig vor. Und wahrscheinlich muss man einfach sagen, wir sind heute in unserer Gesellschaft so Lärm- oder Reizüberflutet, dass wir da sehr, sehr sensibel reagieren. Wir leben da immer näher aufeinander und es mag wie weniger leiden. Auch im Blumenwegquartier am Bodensee wird es schon bald enger werden. Das heizt die miese Stimmung zusätzlich an. Da, wo schon gefällte Bäume Anlass zum Streit gaben. In Peter Schrecks Garten ragt ein Bauprofil in den Himmel, was einige Anwohner empört. Aber der Reihe nach. Der Architekt hat kurz vor seiner Pensionierung große Pläne. Das Problem hat eigentlich erst da angefangen, wo wir das Projekt hier geplant haben, wo wir uns entschieden haben, aufs Alter unser Haus zu ersetzen und durch einen Neubau zu machen, wo einfach halt einem verdichteten Bauen entspricht und wo auch energetisch halt einfach nachhaltig ist.
Statt Aussicht auf einen Garten plötzlich ein Mehrfamilienhaus vor der Nase. Der 81-jährige Ernst Bucher hat seine liebe Mühe damit. Die zukünftige Baustelle liegt ausgerechnet gegenüber von seinem Arbeitszimmer. Und in diesem gibt der emeritierte Professor für Physik Studenten und Schülern Nachhilfeunterricht. Wenn da die schweren Lastautos monatelang hin und her fahren, um den Bauschutt abzutransportieren, das neue Baumaterial bringen, wenn die Aushubbagger lärmen den ganzen Tag, da kann man keine geistige Arbeit mehr produzieren. Das ist ein Grund, warum mich der Nachbar so nervt. Das ist eigentlich rücksichtslos der Nachbar gegenüber, wo man aber natürlich gesetzlich muss dulden. Aber Sie sind ja auch rücksichtslos, wenn Sie nicht können in Kauf nehmen, dass es Baulärm gibt. Ja, natürlich. Aber er macht das ja in erster Linie, um noch mehr Profit zu machen. Ein Mann, der sonst schon eigentlich genügend hat, ist nicht unbedingt darauf angewiesen, in seinem Alter von 67 noch mehr Einkommen zu generieren, auf Kosten von meiner Lebensqualität. Auch sie liegen mit Nachbarschreck im Clinch wegen des Bauprojektes. Ines und Beat Schläpfer erhoben Einsprache. Nachbar Schreck habe ihnen nie gesagt, wie groß der Neubau werde. Ich war enttäuscht über ihm seine Art, dass er nicht mit offenen Karten spielt. Hätte er mir von Anfang an gesagt, lass, mit das Projekt, das ich mache, es ist ein bisschen breiter und ein bisschen höher und ein bisschen länger als das, was man darf, hätte ich gewusst, um was das geht. Und man kann sich ja auch nie alles gefallen lassen. Also, wir können ja einfach schlucken, dass unser Zuhause einfach, einfach sehr auf ganzer Linie sein Schönes verliert. Ich meine, hier wird dann eine Wand hochgezogen, die einfach nun mal nie war. Und die wollen wir einfach schon, wenn es geht. Wer will das? Schreiner Beat Schläpfer bezahlte wegen des Verfahrens für Anwaltskosten rund 20.000 Franken. Was ist denn der Grund, dass der Schläpfer sich so innerviert? Er findet es einfach, er sei überdimensioniert. Und das ist es natürlich nicht. Es ist regelkonform. Und mit dem muss er sich auch abfinden, wie alle anderen auch, die nebendran einen Neubau bekommen oder einen Umbau oder irgend so etwas. Wenn Sie ein Baugesuch einreichen, das nicht regelkonform ist, dann haben Sie keine Chance auf eine Baubewilligung. Zweimal musste er das Baugesuch anpassen. Die Sache ging bis vor Verwaltungsgericht. Dieses wies die Beschwerde ab. Im Sommer ist Spatenstich. Verdichtete Bauen, wo wir in der Schweiz ja immer häufiger vorfinden, hat sicher Auswirkungen auf die nachbarschaftlichen Beziehungen. Dass die strapaziert werden, dass Nachbarn einander ins Gehege kommen und dass es Streit gibt daraus raus. Schon bald rollen über den schmalen Blumenweg die Lastwagen zur Baustelle hinauf, zum Schrecken der Schläpfers. Einmal das Hauptargument, dass wir Angst um unsere Kinder haben, wenn hier wenn sie nicht mehr auf der Straße spielen können, sondern dass da eben lasterweise da hoch und runter gekarrt wird. Wenn Sie verdichtet bauen über eine Straße, die kaum den Minimalanforderungen entspricht, ist meines Erachtens der erste Punkt, den wir machen, mit den Leuten darüber reden, was betrifft, und eine Lösung suchen. Und dann wäre man den ganzen Konflikt aus dem Weg gegangen. Dann hätte jeder eine Lösung gehabt, mit der, die er leben konnte. Wir wären mit einbezogen worden und dann hätte es sicher auch weniger Einsprachen gegeben. Er hat natürlich Angst, dass dann da, wenn da gebaut wird, der Blumenweg viel zu klein für den schweren Verkehr, und hat Angst um seine Kinder und Sicherheit. Also, das ist ja jetzt letztinstanzlich vom Verwaltungsgericht ganz klar gesagt worden, der Blumenweg genügt für alle die Häuser, die da sind, und er genügt auch für alle Ausbaumöglichkeiten, die an diesem Blumenweg noch gemacht werden könnten. Das ist absolut kein Thema. Zur Sicherheit müsste ich eigentlich sagen, wenn Sie die Verhältnisse hier anschauen, ist das die einzige gefährliche Ausfahrt des Herrn Schläpfer, und die will er nicht ändern.
Beat. Im Quartierkonflikt sind Beat Schläpfer und Ernst Bucher Verbündete geworden. Nachdem sich Schläpfers gegen das geplante Mehrfamilienhaus juristisch gewehrt haben, holte Schreck zum Gegenschlag aus. Dem Kleinkrieg zum Opfer fiel unter anderem ein Hasenstall. Der Hasenstall, der ist da weiter hinten gestanden, der hat da auch angefangen und ist bis da vorne gegangen. Rundum mit so einem Drahtgitter, dass die Hasen sich frei haben können bewegen drin. Und das war zu nahe halt an der Grenze, aber es war mündlich so abgemacht. Und dann? Und dann ja, ist er nicht mehr zu seinem Wort gestanden, hat das auch nicht wollen unterschreiben. Und somit musste ich den Hasenstall zurückbauen und den Grenzabstand einhalten. Und das Gleiche war mit der Schaukel auch da hinten. Die Schaukel war auch mündlich abgemacht, dass ich die näher an der Grenze hatte. Und da war das Gleiche auch. Ich musste die abbauen und komplett neue bauen und auch den Grenzabstand einhalten. Auch weil er nicht zu seinem Wort gestanden ist. Was ich einfach nicht wollte, einem Nachbarn, der diesen Weg permanent streitet, noch ein Näherbaurecht geben. Ich habe aber der Gemeinde geschrieben und gesagt, sie können ich denke, das tolerieren, das können sie stehen lassen, das stört mich nicht. Also der Hasenstall und Schaukel sind jetzt näher im Grundstück gestanden. Der Schläpfer sagt, sie seien damit einverstanden gewesen, aber was dann langsam Ärger gegeben hat, musste er zurückbauen und weiter weg von der Grenze. Ja, zurückbauen hat er müssen, weil halt die Gemeinde von ihm verlangt hat, dass er den Abstand einhalte. Und dass er sonst müsse ein Näherbaurecht bringen, das im Grundbuch als Last auf mein Grundstück eingetragen wird. Haben Sie denn der Gemeinde zu uns gesteckt gehabt, dass das alles zu nah an Ihre Grenze gebaut ist? Nein, das habe ich der Gemeinde nicht gesteckt. Die sind ja selber schauen, oder? Was ich gesagt habe, war einfach, dass es nicht korrekt ist, was er als Baugesuch eingereicht hat. Und dann sind sie es halt geprüft und dann haben sie festgestellt, dass keine einzige Massenangabe gestimmt hat, die in den Plänen, die er gemacht hat, eingezeichnet waren. Die Kampfzone weitet sich immer mehr aus. Mittlerweile verweigert Schreck den Schläpfers das Fahrwegrecht über sein Grundstück. Aus meiner Ausfahrt ist man die letzten 70 Jahre fahrt man hinter Schiusse, vielleicht etwa 1,5 Meter auf den Weg rauf, was 1,5 Meter auf ihm sein Grundstück ist. Und das stellt anscheinend ein Riesenproblem dar. Uns ist angedroht worden mit der Besitzerschutzklage. Wenn wir das weiterhin machen würden, wären wir so eine bekommen. Und das ist ein Unding. Jetzt sind wir ja gerade an der Stelle, wo der Schlepper mit dem Auto hinter sich rausfährt und ihr Land würde tangieren. Das verbieten Sie ihm. Warum eigentlich? Warum wir ihm das verbieten? Ja. Das ist ganz einfach. Er versucht, unser Recht zu beschränken. Er versucht, unseren Bau zu verhindern. Er macht Einsprachen, Klagen, schreibt Briefe, Beschimpfungen, Beleidigungen. Und irgendwann ist halt einfach mal ein Punkt erreicht, wo man sagt, so, jetzt ist fertig. Da ist unseres, da ist deins. Du hast auf unserem kein Recht, dann lass es auch. Also das Ganze tönt ein bisschen wie ein Kindergarten, den wir hier haben, oder? Das trifft den Nagel auf den Kopf, meiner Meinung nach. Wir haben hier nicht 2 Erwachsene und 4 Kinder, sondern meiner Meinung nach haben wir 6 Kinder hier. Und Sie sind auch eins davon? Ja, ich wäre dann die 7. Ja. Und die Moral dieser Geschichte? Gerichte können Urteile sprechen, Behörden Vorschriften erlassen, aber Frieden lässt sich nicht verordnen. Mein Name ist Giuseppe Grasso. Ich habe das Restaurant 21 Jahre geführt. Danach habe ich das nächste Haus gekauft. Da hatte ich Nachbarschaft Streit mit den Nachbarn, was mir finanziell und psychisch zerstört hat.
Dieses Haus, direkt an einen Felsen gebaut, führte Giuseppe Grasso in den Abgrund. Das Problem seines Mehrfamilienhauses liegt im Keller. Entlang einer 30 Meter langen Felswand tritt an einigen Stellen immer wieder Wasser aus. Das ist der Sandstein, der sich löst durch diese Wasseraustritte. Also die Wand ist einfach immer feucht? Immer, immer in trockener Zeit, im Sommer vor allem, ja. Im Winter, wenn es regnet oder Schnee hat, dann ist die Felswand trocken. Mit seiner Kamera dokumentiert Grasso schon über Jahre hinweg jeden Wasseraustritt. Der Hausbesitzer schließt kategorisch eine natürliche Ursache aus. Ursache ist der Nachbar. Seine Quellenwasserleitungen und sein Teich, der überläuft, die Leitungen, die brechen und der Garten, der bewässert wird. Nur der Nachbar. Das zumindest behauptet Giuseppe Grasso. Oberhalb seines Hauses wohnt der Nachbar. Er lehnt ein Interview ab. Seit 15 Jahren schon schwelt der Konflikt. Unzählige Male ging Grasso zum Anwesen seines Kontrahenten hoch, um Beweise zu sammeln. Das ist der Garten von meinem Nachbarn, der Garten, wo er behauptet, er müsse bewässern. Er macht das, sobald ein oder zwei Tage Sonne scheint, rennt er mit dem Schlauch im Garten. Er hat einen Quellenanschluss, er hat das Recht an Quellenanschluss. Und über diese Leitungen laufen ca. 15.000 Liter Wasser im Tag. Geteilt durch zwei Wasserstellen, ein Teich und einen Brunnen, wo er immer wieder seinen Gartenschlauch anhängt. Er behauptet, die Bambus die brauchen dann auch so viel Wasser, darum lässt er wieder immer wieder so viel Wasser im Boden hineinfließen. Wegen dem Bambus. Über den Fall des gebürtigen Italieners mussten schon Bezirksgericht, Obergericht und Bundesgericht urteilen. Nie gaben ihm die Richter vollumfänglich recht. Was hat sie jetzt insgesamt der ganze Konflikt mit dem Nachbarn gekostet? Ja, über halbe Million. Viel Geld? Ja, viel Geld, leider. Aber es hat keine andere Lösung gegeben. Wie können Sie sich denn das alles finanzieren? Ja, in 21 Jahren habe ich ein Restaurant geführt und habe ich lange geschafft. Und heute, das Haus, die Mietzinseinnahmen, die tue ich auch in diese Geschichte investieren. Und wenn Sie nicht eigentlich jetzt aufhören und sagen, jetzt ist genug, jetzt habe ich genug aufs Spiel gesetzt? Nein, man kann nicht aufhören. Ich bin einer, der Gerechtigkeit will. Der Kampf zehrt Grasso aus. Er sucht sich Hilfe im Abklärungs- und Aufnahmezentrum. Im Kanton Thurgau ist das die erste Anlaufstelle für Menschen in psychischer Not. Sie werden hier in Krisen behandelt oder beraten. Psychiaterin Elke Müller schenkt ihm ein offenes Ohr. Psychisch, welche Auswirkungen haben Sie denn? Ich kann einfach nicht mehr gut leben, nicht mehr gut schlafen. Mein Lebensinhalt hat sich nur auf diese Geschichte reduziert. Ich habe kein Interesse mehr, sonst keine Befriedigung. Ich betreibe kein Hobby mehr, kein Sport. Zum Beispiel mein größtes Hobby war Velofahren. Mhm. Das war ich auch nicht mehr. Wieso fahren Sie nicht mehr Velo? Das wäre ja eigentlich ein guter Ausgleich, auch um Stress abzubauen. Die Zeit fehlt mir. Meine Zeit verbringe ich nur mit dieser Geschichte. Klar bin ich auch nicht mehr unter die Leute, in die Gesellschaft. Also Sie ziehen sich zurück? Dorf. Ja, genau. Mhm. Auch nehme ich nicht mehr teil, also anders. Wie sieht es mit Familie und Partnerschaft aus?
habe nicht mehr so große Beziehung, weil ich nehme mir keine Zeit mehr für sie. Also es wäre ja auch eine Option zu sagen, ich lasse das hinter mir und fange woanders neu an. Ja, diese Option ja, ist nicht ausgeschlossen, aber mein Argument ist nur diese Geschichte, weil ich möchte, dass einmal Gerechtigkeit geschafft wird. Menschen können sich verlieren, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Dann ist der Weg in die Krankheit nicht mehr weit, sagt Psychiater Mario Etzensberger. Das hat sich eingebürgert in der Psychiatrie als Kohlhaas-Syndrom. Wenn das Bestehen auf Gerechtigkeit derart abstruse Mass annimmt, dass man dann eben ins Krankhaften hineinkommt. Also wo es nicht mehr geht, die Distanz überzukommen zu sich selber und zur Sache. Und wo ich dann eben zuletzt meinen Hals dahergebe, nur um Recht überzukommen. Ich bin Fabian Neff. Ich habe hier noch Ärger mit dem Nachbarn wegen Lavendel. Er behauptet, meine Kühe fressen Lavendel. Dabei fressen die Kühe gar kein Lavendel. Heu fressen es, aber die Kühe fressen kein Lavendel. Fabian Neff ist stolzer Besitzer von 30 Kühen. Vor 3 Jahren hat er den Hof seiner Eltern übernommen. 2013 heiratete er seine Priska. Seither führen sie in der 7. Generation den Betrieb weiter. Vor 15 Monaten kam Laura auf die Welt. Dann aber wurde das kleine Familienglück getrübt. Schuld sei der Nachbar von nebenan, ein Zugezogener aus dem Unterland. Aufgewachsen ist er in Zürich. Also er hat sich gern nie gewusst, auf was er sich einlässt, wenn er so in die Landschaft rauszügelt. Er hat die schöne Aussicht. Ist nicht nur immer grad ruhig. Und auf dem Land draussen gibt es einfach nichts. Auf dem Land draussen, da ist die Landwirtschaft aktiv. Und die lebt auch. Und da kann man auch sein, dass einmal die Tiere vor dem Haus durchlaufen. Ja, wo man auch heute in Kauf nehmen. Die Konfliktzone in dieser Geschichte ist ein Streifen Wiese, der zum Garten des Nachbarn gehört. Also hier das Wiesli will er schützen und auch hauptsächlich seine Blümchen hier. Hat er das Gefühl, wenn eine Kuh beschnuppere oder schmecke. Er hat sogar behauptet, das Wilde fressen hier davon, also die Kühe fressen hier davon. Ich kann also sagen, eine Kuh fressen kein Lavendel. Also, sie sind eher am Gras, was auf der Wiese fressen, interessiert. An einem Sommertag im Jahr 2014 verlor der Nachbar dann die Nerven. Der Nachbar ist mit einem glatten Revolver vom Garten runtergekommen und hat uns bedroht, er verschiesse uns die Kühe. Wenn wir auf dieser Straße hier Kühe auf unseren Betrieb retortreiben, in den Stall. Ist das einfach eine leere Drohung oder wie haben Sie das aufgenommen? Nein, ich bin recht verschrocken. Also zuerst habe ich gedacht, er macht Faxen. Und nachdem er dann gesagt hat, wirklich das Magazin gezeigt hat, der Revolver ist geladen, habe ich das sehr ernst genommen. Ich habe daraufhin eine Anzeige gemacht bei der Polizei und hatte eine Haustiersuchung bei ihm zur Folge. Mit der Konsequenz? Sie haben einen glatten Revolver gefunden, in der Kühlschrankblende. Und das ist nachher vor Gericht gegangen. Und dort? Ist er schuldig gesprochen worden und jetzt hat er es weitergezogen vor den Kanton. Über diesen Feldweg treiben die Neffs am Morgen die Kühe auf die Weide. Weit weg vom Haus des Nachbarn. Aus gutem Grund. Dass man Streit aus dem Weg geht, dass man ihm nicht mehr so viel Grund gibt, dass er Angst muss haben um seine Liegenschaft. Ja, dass er ein bisschen weniger zum Streit kommt.
Wie viel Mal gehen die Kühe jetzt noch Tage weiden im Jahr? Ich sage jetzt so 4-mal. Vielleicht, wenn es um einen ganz schönen Herbst geht, können es vielleicht 6- oder 7-mal. Aber mehrmals können die Kühe ganz sicher nicht auf die Weide raus. Auf dem Heimweg müssen die Kühe dann zwangsläufig am Garten des Nachbarn vorbei. Wir sehen jetzt gut, alle Kühe, die jetzt hier am Fressen sind, fressen von unten nach oben. Und so sind sie darum auch zu oben gestorben, weil sie von unten nach oben fressen und wollen nachher von oben her auch wieder Richtung Stallretour. Es ist für eine Kuh viel sicherer, zum oben raus zu laufen, wo sie nicht springen muss, wo sie gerade ist. Und für den Boden ist es auch besser, wenn sie abspringen müssen, haben wir nachher nur noch einen Acker, wenn 30 Kühe abspringen. Also es ist also keine Schikane von euch, dass unbedingt die Kühe jetzt oben durchtreiben wollen? Nein, wirklich nicht. Es ist einfach rein vom Tier her und auch von der Landschaft, von der Gegebenheit her, können wir es nicht anders lösen, weil wir müssen so handeln, wie wir tun. In den Abendstunden steigt die Anspannung. Die Kühe müssen zurück in den Stall. Eine Großaktion steht an. Also wir stellen jetzt hier so schwere Betonpfähle auf, um das Band noch zu spannen, damit wir die Kühe durchtreiben können und die Kühe sicher nicht zu nahe zu ihm die Liegenschaft können. Es ist auch wichtig, dass wirklich gespannt ist und wirklich auch schön ein Abstand ist, dass wirklich keine Kuh zu einem Blümchen kommt, dass wirklich auch möglichst geschützt ist. Heute hat sich der Nachbar nicht gezeigt. Manchmal stehe er jedoch wortlos neben seinem Haus, während die Kühe vorbeiziehen, sagt Fabian Neff. Es ist einfach immer, weil er rum ist, ist ein sehr ungutes Gefühl und man ist auch schnell ein bisschen nervös. Der tiefer liegende Grund dieses Konfliktes habe einen allgemeingültigen Charakter, erklärt Psychiater Mario Etzensberger. Ein Streit sind Grenzverletzungen. Die Grundlage ist, dass es mein Garten ist und das andere anderes im Garten. Und in meinem Garten darf ich machen, was ich wollte. Ich bin der König. Und wenn jemand mein Reich betritt und an dem irgendetwas macht, dann muss ich mich wehren. Und das ist dann der Konflikt im Normalpsychologischen. Der andere tut mich nicht respektieren, wenn ich ihm sage, halt deine Kühe zurück. Kühe, der Nachbar, der Bauer kann das seinen Kühen x-mal sagen, die machen das trotzdem. Und dann hört das nicht auf, die Grenzverletzung, und steigert sich so in die Höhe. Im Januar 2016 findet die Verhandlung statt, am Kantonsgericht in St. Gallen. Der Beschuldigte erscheint mit seinem Anwalt. Die beiden zogen nach dem Schuldspruch am Kreisgericht den Fall weiter. Der Rentner will vor der Kamera keine Stellung nehmen. Er schreibt aber SRF, dass er mit den Nachbarn mehrmals vergeblich das Gespräch gesucht habe. Die Unterstellung, er habe einen Revolver dabei gehabt, belaste ihn. Gesehen habe das niemand und die Kühe könnten ja schlecht für ihn aussagen. Er habe nur ironisch gefragt, ob er die Kühe zuerst erschießen müsse, damit sie sich nicht mehr an seinem Garten zu schaffen machen. Er habe mit viel Zeit seinen Garten gepflegt und empfinde es als Zleitwerkerei, dass nicht dafür gesorgt werde, die Kühe von den Gräsern, Blumen und Pflanzen fernzuhalten. Ob Kühe Lavendel fressen oder nicht, konnte der Richter während der Verhandlung nicht beurteilen. Er schlug den Parteien aber eine Lösung vor. Ja,
Ich hoffe, es kommt gut. Und jetzt hat man sich auch geeinigt darauf, dass ich einen Haktür mache mit Plastikpfählen, wo noch so nageldicke Löchlinge in den Rasen, wo er jetzt auch einverstanden ist. Und ich hoffe, wir können so einander wieder ein bisschen näher kommen und wir finden den Frieden wieder. Zwei Monate später, im März dieses Jahres. Das Ehepaar Neff hat den Entscheid des Kantonsgerichts erhalten. Der Schuldspruch des Kreisgerichts wird bestätigt. Wegen Drohung und Widerhandlung gegen das Waffengesetz wird der Nachbar schuldig gesprochen. Das Kantonsgericht verurteilt den Rentner zu einer bedingten Geldstrafe von 14.000 Franken. Von unserer Seite her, wir machen, was wir können. Ja. Also wir verhalten uns wie immer. Wie immer, ja. Ja. Wir werden den jetzt nicht irgendwie schlecht machen oder schlecht behandeln. Wir verhalten uns halt wie immer und wir gehen unseren Abend noch. Ja, wir gehen unseren Abend noch. Wir sind ruhig und gehen unseren Abend noch. Aber so schnell kehrt keine Ruhe im Kuhstreit ein. Der Nachbar lässt das Urteil nicht auf sich sitzen. Er teilt SRF vor wenigen Tagen mit, dass er den Fall vor Bundesgericht ziehen werde. Zurück in den Thurgau, wo in diesem Haus der freigelegte Felsen im Keller manchmal nass wird. Der Rechtsstreit kostete Giuseppe Grasso bis heute rund 500.000 Franken. Nur in einem Vorfall aus dem Jahre 2005 gab ihm das Obergericht teilweise recht. Der Nachbar musste ihm 700 Franken bezahlen. Das Ereignis hielt Grasso mit seiner Kamera fest. Damals wurde es erneut nass im Keller. Auf dem Grundstück des Nachbars war der Teich durch Eis blockiert und schwappte über. Das sei mit ein Grund für den tropfenden Felsen gewesen. Als Hauptursache komme aber Schmelzwasser in Frage, fand der Richter. Grasso war mit der Begründung nicht einverstanden und ging vor Bundesgericht. Ohne Erfolg. Im Besitz angeblich neuer Beweise legte er dann beim Obergericht Revision ein. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Daniel, bitte. Ein Gutachten von Geologe Daniel Brüschweiler soll Beweise liefern. So. Schauen wir. Ja. Zu den Wasserausschritten, eben die Niederschläge sind es nicht. Und wir haben wirklich auch Hinweise darauf, dass es ein lokales Problem ist. Weil die Wasserausschritte kommen schnell. Gehen schnell wieder. Das zeigt eigentlich ganz klar, dass es in der lokalen Umgebung etwas sein muss. Ja. Ob es schlussendlich eine Bewässerung ist oder er irgendwo oder sonst jemand eine Leitung irgendwo anführt, das wissen wir nicht, weil wir überwachen sie auch nicht 24 Stunden. Aber es muss etwas in der Umgebung sein, wo etwas Außergewöhnliches ist. Ich denke, das kann man schon sagen. Besessen sammelt Giuseppe Grasso Messdaten. Sie sollen beweisen, dass der Fels nur dann tropft, wenn der Nachbar seinen Garten bewässert. Und Temperaturdaten, da haben wir 6 Daten pro Tag, mal 15 Jahre. Da reden wir dann von über 30.000 Daten. Wo ich einfach mit unzähligen Fotos, über meine Fotos reden wir auch von über 10.000 Fotos und Filme ist ja Hunderte vom Video. Hunderte vom Video. Oft schon passte Grasso seinen Widersacher ab. Dabei filmten sich die beiden gegenseitig. Kannst du mir sagen, warum du den Gartenschluch nicht mehr am Brunnen hängen, sondern gerade hinter deinen Beinen ist und im Teich reinlassen und das Wasser immer auf dem Grundstück laufen lassen? Kannst du mir erklären? Gibst mir eine Antwort. Einmal kam es zu einem Leitungsbruch am Hügel oberhalb des Grundstücks des Nachbarn. Was machst du? Fliegst du deine verschissenen Leitungen? Hä? Als am Hang Kanalisationsarbeiten gemacht wurden, kam es zum Eklat. Grasso filmte auf der Baustelle, obwohl ihm die Gemeinde ein Begehungsverbot auferlegt hatte. Ich werde sogar von den Packerführern angegriffen, damit ich keine Beweise noch zusammensammle. Im Anschluss an diese Aufnahmen kam es zu einem Handgemenge. Grasso und die Arbeiter zeigten sich gegenseitig an.
Die Verfahren sind noch nicht abgeschlossen. Der Psychiaterin Elke Müller erzählt der 54-Jährige, wie sehr ihn der Vorfall belastet. Ich war an Beweis sammeln und dann war ich da oben auf diesem Hang und dann haben mich vier Mitarbeiter mit mich zusammen gefesselt, und, ja, damit ich die Beweise nicht sammeln kann. Ja, das war sehr hart. Verdauen kann ich dieses Ereignis. Ist das etwas, was Sie heute noch sehr beschäftigt? Genau. Mhm. Aber Sie suchen dann diese Bilder immer wieder selber? Genau. Mhm. Sie können innerlich keinen Abstand nehmen? Nein. Ihre normale, übliche Arbeit? Ich arbeite nicht mehr. Wieso haben Sie nicht mehr gearbeitet? Ich kann mich einfach nicht mehr konzentrieren. Mhm. Und ich bin sehr, sehr aufgereizt. Also ich kann mich einfach nicht mehr. Ja. Also aufgereizt, Sie meinen, Sie sind sehr reizbar? Genau. Das Dinge Sie schnell aus der Bahn werfen. Genau. Werden Sie dann auch aggressiv? Ja. Ja. Der 54-Jährige hat inzwischen auf Anraten der Psychiaterin mit einer Therapie begonnen. Rechtsberater Max Imfeld hat viel zu tun mit Grassos Fall. Juristische Klagen gab es nicht nur wegen dem Wasserproblem, sondern auch wegen wiederholter Handgreiflichkeiten. Wir haben ja im Moment verschiedene Sachen ab. Strafverfahren von Ihnen mit dem Nachbarn und gegenseitig. Strafverfahren wegen diesen Vorfällen im Juli 2014 auf dem Scherbenhofhang. Also Sie mit den Bauarbeitern, die Bauarbeiter gegen Sie und mit den Polizisten, die beteiligt waren. Und all das wird dann an verschiedenen Staatsanwaltschaften geführt. Das heisst, wir haben ein halb Dutzend Verfahren, die gleichzeitig laufen. Und bringen tut das am Schluss im Wesentlichen nichts. Am Schluss werden Sie im schlimmsten Fall gerade alle bestraft. Mhm. Oder? Und wenn Sie jetzt einverstanden sind, würde ich, so wie es die Staatsanwaltschaft signalisiert hat, halt, mal umschreiben und schauen, ob wir da nicht alles könnte zurückziehen und diese Sache erledigen. Wie sehen Sie das? Also die Strafverfahren, ich bin einverstanden, also, dass man die Strafverfahren kann assistieren kann. Mhm. Weil die bringen mir gar nichts. Der Anwalt glaubt, dass Grasso beim Kauf der Liegenschaft keine glückliche Hand gehabt hatte. Das Ganze sei ein Drama. Er ist hier in einem Labyrinth von prozessrechtlichen, geologischen, psychologischen Fragen, die fast nicht mehr zu lösen ist. Der halt den Schaden hat, muss beweisen, wer den Schaden verursacht hat. Das ist eine allgemeine Regel des Zivilgesetzbuchs. Und in dem Moment, wo der Schaden natürlich vom Nachbargrundstück kommt, musst du im Prinzip im Nachbargrundstück dürfen aktiv werden. Und das wiederum muss dir das Gericht überhaupt erst erlauben. Und da ist letztlich die Problematik. Ich will, dass am Schluss von der ganzen Geschichte Gerechtigkeit geschafft wird. Nein, der Garten ist kein Ort des Friedens, wenn man glaubt, das Böse wohne nebenan. Es gibt solche, die sich am Krähen eines Hahns stören. Andere ertragen es nicht, wenn Kühe Grenzen verletzen. Tannen werden gefällt, weil Nadeln aufs falsche Grundstück fallen. Und ein Bauprojekt kann einen regelrechten Kleinkrieg auslösen. Wer Grenzen überschreitet und um jeden Preis Recht haben will, provoziert Streit, sei es im kleinen Garten oder in der großen Welt.
Doc wurde präsentiert von Toyota Hybrid. Braucht keine Steckdose und fährt trotzdem elektrisch.